Hey, so cool, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir glauben, dass Gott dir heute begegnen möchte, dass Gott im Alltag relevant ist und dass er heute durch den Gottesdienst zu dir spricht. Wir sind gespannt darauf, was heute alles passiert. Wir haben verschiedene Elemente, auf die du dich schon freuen darfst. Wir werden Lobpreis hören von unserer Partnergemeinde und es gibt noch ein paar andere Elemente, auf die du dich freuen kannst. Was ist überhaupt Lobpreis? Man könnte sagen, Lobpreis sind gesungene Gebete, direkt gerichtet an Gott. Und wenn du damit noch nicht viel am Hut hast oder nicht weißt, was das ist, dann lass dich einfach darauf ein, lies dir die Texte durch und lass es auf dich wirken. Und wenn du bereits weißt, was auf dich zukommt, dann möchte ich dich ermutigen, steh dort, wo du bist, auch wenn du zu Hause bist jetzt, steh einfach auf und preise und lobe deinen Gott, denn er hat es verdient. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren, gesegneten Gottesdienst. Yeah.
Tag beginnt. Hört, wie die Schöpfung singt. Und durch die Sternennacht stimmt mit den Engeln ein. Nur Gott sei die Ehre. Gott sei die Ehre. Wir geben die Ehre für immer. Amen. Seht ihn dort am Kreuz. Die Liebe hielt ihn. Wo Jesus lag, hielt nur drei Tage stand. Hielt nur drei Tage stand. Nur Gott sei die Ehre. Nur Gott sei die Rufen, Herr.
das dürre Land, das nur dein Geist beleben kann, das nur dein Geist beleben kann. Komm, Geist Gottes, füll mich wieder neu.
Hey, du willst mehr erfahren über unsere Church oder das Leben mit Jesus? Dann kannst du dich einfach über unsere Website in unserem Chat melden oder du schreibst eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Außerdem haben wir eine richtig coole App, auf der jeden Tag frische Impulse und Andachten hochgeladen werden. Und noch vieles, vieles mehr. Wie du diese App bekommen kannst? Ganz einfach. Du gehst auf den App oder auf den Play Store und gibst ein Go-Church. Und dann findest du es auch sofort. Möchtest du mehr über unsere Youth Group erfahren? Dann kannst du uns einfach auf Instagram kontaktieren, schreib einfach eine persönliche Message und frag deine Fragen und wir können dich dann mit den richtigen Leuten connecten. Damit du nichts mehr verpasst von der Church, folge uns über Instagram, Facebook und YouTube. Außerdem kannst du dich auch einfach mal auf unserer Website austoben, kannst einfach dich durchklicken und schauen, was es dort alles so gibt. Hallo zusammen, ich möchte euch kurz vorstellen, was wir am 2. Mai schon das zweite Mal miteinander machen wollen, Samstag, den 2. Mai, nämlich einen Online-Spieleabend. So, Online-Spieleabend haben wir uns gedacht, das ist was Tolles, wo Jung und Alt zusammen einfach Zeit miteinander verbringen können, wo Gemeinschaft möglich ist. Und wir möchten euch einfach da mit reinnehmen. Ich zeige euch mal was vom letzten Spieleabend, weil wir hatten nicht richtig viel Spaß miteinander. Und ich zeige euch das mal schnell. Und ihr seht's, ne? Wir haben richtig, richtig Spaß gehabt. Und ich finde es eine klasse Sache. Das macht unsere Church aus, Jung und Alt zusammen. Wir trennen das nicht so, sondern wir können miteinander wirklich ab. Und sei einfach dabei am 2. Mai. Die Werbung findest du auf der App. Und dann haben wir viel Spaß miteinander. Macht's gut. Ciao. Wie ihr seht, stehe ich hier auf einem Feld. Aber das ist kein Feld, wie man sich es wünscht. Denn hier fehlen die reifen, frischen Ähren zum Ernten. Auf diesem Feld hat jemand gesät, damit geerntet werden kann. Denn ohne Saat gibt es keine Ernte. Ohne Investition kein Ergebnis. Dazwischen liegt eine Zeit, wo die Saat aufgeht. Und erst später sieht man, wie gesät wurde. Und auch wir als Church wollen ernten. Wir wollen in unser Video-Equipment investieren, wir wollen unser Bistro ausbauen, wir wollen einfach nach der Corona-Zeit in einer neuen Küche, in einem neuen Bistro Gemeinschaft haben. Und wir wollen auch ganz besonders in andere Länder investieren, die gerade in dieser Zeit es schwer haben, selbst durchzukommen. Und wir als Church wollen auch ernten. Und deswegen müssen wir jetzt säen. Ich möchte dich einladen, mitzusäen, mitzuinvestieren. Wie du das machen kannst? Gut, dass du fragst. Hier gibt es einen QR-Code, der führt dich direkt auf PayPal oder du gehst unten auf die Videobeschreibung und da gibt es einen direkten Link auf unsere Spendenwebsite. Und dann sei gespannt, was alles entstehen wird, was wachsen wird. Und ich freue mich jetzt schon auf die Ernte. Dann können wir gemeinsam erleben, wofür du investiert hast. Ich danke dir für deine Unterstützung. Eilmeldung, Eilmeldung. Wir haben gehört, dass ab 4. Mai Gottesdienste wieder möglich sind. Unser nächster Gottesdienst wäre am 9. Mai und er wird in der Church stattfinden. Wir wissen noch nicht genau, wie die gesetzlichen Maßgaben und so weiter sind, aber mach dich bereit. Wir werden dich informieren über die App, über die Website. Ab 9. Mai werden wir wieder Gottesdienste abhalten. Natürlich unter neuen Bedingungen, aber hey, wir freuen uns riesig drauf, dich live zu sehen. Bleib dran. Ciao. Ich darf euch heute eine Geschichte vom Larry Walters erzählen. Und dieser Larry Walters hatte einen Traum, eine Idee. Und zwar wollte er schon immer fliegen, aber auf eine besondere Art und Weise. Man sieht es vielleicht im Hintergrund,
Er wollte mit Luftballons fliegen, mit besonderem Helium-Luftballons. Er konnte früher nicht zu der Luftwaffe der Vereinigten Staaten wegen seinen schlechten Augen. Einfach, ihm war es nicht erlaubt. Also konnte er schon mal die Grundvoraussetzung des normalen Fliegens gar nicht möglich machen. Und deswegen kam er auf die Idee, dass er sich ein Konstrukt baut aus Helium-Luftballons und damit fliegen lernt. Bis dieser Traum zur Umsetzung kam, dauerte es allerdings noch mal weitere 20 Jahre. Er hat sich Stück für Stück ungefähr 45 Helium-Luftballons gekauft und hat sich so ein wenig ausgerechnet, wie das funktionieren könnte, und hat dann so ein ganzes Paket zusammengepackt. Also er hat sich die Luftballons an einen Stuhl geschnallt, hat was zu essen, was zu trinken eingepackt, ein Luftgewehr, und dann ist er gestartet. Und zwar auf eine besondere Art und Weise. Er hat da seine Lebensgefährtin mit eingespannt und er war auf seiner Bank gesessen. Und die Bank war noch, bevor der Start losging, an einem Jeep befestigt. Und die Lebensgefährtin hat dann diese Seile gekappt, die an dem Jeep befestigt waren. Und dann ist der Larry Walters in die Lüfte gestiegen. Er hat sich so ausgemalt mit diesen Helium-Luftballons, dass er ungefähr 30 Meter in die Höhe steigen wird. Aber diese Reise ist dann doch etwas anders verlaufen, wie er sich's gedacht hatte. Er ist dann nämlich sage und schreibe etwa 5000 Meter in die Lüfte gestiegen. Und das war schon etwas kritischer. Er hat schon gemerkt auf dem Flug, das schaut jetzt nicht ganz so gut aus, wie er sich's gedacht hat. Und er ist sogar in die Luftbahnen gekommen von den Flugzeugen, also schon relativ gefährlich. Er hat sich aber nicht getraut zu sagen, okay, schieße ich jetzt so einen Luftballon ab oder den, wie viele muss ich abschießen, dass ich wieder runterkomme, weil er dann gedacht hat, nicht, dass die Bank kippt und er da irgendwie Schwierigkeiten kriegt. Letztendlich hat er sich dann doch durchgerungen und hat ein paar Luftballons abgekappt, hat die durchgeschossen und ist dann langsam gesunken. Die Landung war dann auch nicht ganz so glimpflich. Er ist dann in einem Strommast hängen geblieben. Dann gab es einen großen Stromausfall in der Nachbarschaft. Also ziemlich Rambazamba in dem ganzen Thema. Und er wurde dann glimpflicherweise irgendwie da runtergeholt und natürlich von der Polizei schon freundlich empfangen und in Gewahrsam genommen für seine Idee, da den Traum vom Flug zu verwirklichen. Aber er hat ihn wirklich fixiert. Er hat gesagt, er will diesen Traum vom Fliegen nicht aufgeben und er will es machen. Und das war so sein Punkt zu sagen, hey, ich will das durchsetzen. Und dieses Durchsetzungsvermögen, diese Idee dahinter, das zu haben und zu fokussieren, hat ihn dann sogar noch so weit gebracht, dass er dann seinen normalen Beruf als Lkw-Fahrer aufgeben konnte und so ein Motivationstrainer wurde. Allerdings hat es nicht ganz lang gewährt, dieses Glück, was erst so schien. Er hat einen Flug gewagt, solche Sachen. Er ist dann eigentlich mehr und mehr bergab gestiegen und ganz zum Schluss hat er sogar Suizid begangen. Hey, die Story von Larry. Wie viele Menschen suchen noch etwas? Kannst du dir das vorstellen? 20 Jahre hat er darauf hingearbeitet und dann hat er es endlich geschafft und hat gedacht, er findet jetzt die Erfüllung, endlich fliegen können, und das Ding ging total nach hinten los. Und dann, nachdem er dann gelandet ist und den Preis bekommen hat, dann hat er auch gedacht, oh Mann, ja, okay, jetzt geht's los, jetzt habe ich ein anderes Leben, hat seinen Job gekündigt, da war er noch in der High-Phase. Und dann ging das ganze Ding richtig daneben und letztlich hat er sich das Leben genommen. Hey, viele Menschen suchen nach etwas und finden es nicht. Vielleicht kennst du noch die Zeit von Make Peace, not War, diese Peace Bully, die waren damals ganz bekannt. Diese Peace-Bewegung und jeder Frieden gesucht, dann ist viel mit Drogen und so weiter passiert. Aber Frieden haben die letztlich nicht gefunden. Und was bedeutet Frieden? Friede heißt eigentlich Shalom. Shalom heißt, kommt aus dem Hebräischen und das ist von Gott. Ich gebe euch meinen Frieden, meinen Shalom. Es heißt, Jesus ist der Friedefürst, der Herr des Shaloms. Shalom bedeutet Friede, unversehrt sein, heil sein, sich wohlbefinden, Frieden, Ganzheit, Sicherheit, auch intakte Beziehungen, nicht nur eine, materielle Versorgung und Glück. Da ist so viel drin in dem Frieden, das ist so umfassend, weißt du, das ist nicht nur punktuell, auch mal ein gutes Erlebnis, sondern das ist wirklich umfassend. Und was bedeutet das Frieden Fürst? Dass Jesus
der Friedefürst ist, der Oberbefehlshaber. Das heißt, er hat Autorität über all diese Attribute. Er ist der, der das im Griff hat. Und die Sache ist das, aha, okay, ich muss jetzt zu Jesus kommen, bin immer im Frieden, immer im Shalom, oder wie ist es? Du kennst Drucksituationen, du weißt Dinge, die schwierig sind, die dich unruhig machen. Dinge, die du dir selbst nicht vergeben kannst oder anderen nicht vergeben kannst, Zukunftsängste, Sorgen. Die Frage ist, wie kriege ich diesen Frieden in mein Herz, weil ich möchte doch unversehrt sein, heil, ich möchte mich doch wohlbefinden, ich möchte ganzheitlich in Sicherheit sein, ich möchte intakte Beziehungen haben zu mir selbst, in mir selbst und zu anderen. Und materielle Versorgung und Glück ist auch nicht ganz schlecht. Und du brauchst einen Frieden, der nicht nur irgendwie an dir vorbei rauscht, sondern der es in dir erhaltbar macht. Und Gott verspricht nicht, dass wir immer nur Frieden haben. Aber wir brauchen den Frieden, den wir finden können, auch in Schwierigkeiten. Weißt du, Frieden heißt nicht immer nur am High Level. Es gibt Stürme, es gibt schmerzhafte Momente, Sorgen, Verlust. Schau mal, die Jünger waren im Sturm. Und da war Folgendes. Jesus stieg in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern. Mitten auf den See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen und Jesus schlief. Die Jünger hatten Stress, die Jünger hatten richtig Angst, weil die Stürme am See Genezareth, ich habe da zweimal welche mitgekriegt, die sind richtig heftig und es geht relativ schnell, du kannst es nicht so schnell sehen. Und dann haben die ja nur so Nussschalen gehabt und in dem Boot und Jesus schläft. Verstehst du, du hast Stress und der Chef des Friedens, der knackt. Jesus pennt. Warum? Wenn du über den Sturm nachdenkst, kannst du nicht recht schlafen. Wenn du die Wellen anschaust, kriegst du Angst vor den Wellen. Der Wind wird immer stärker, die Wellen, die wollen über das Boot, die kreisen um dich herum, deine Gedanken kreisen, die nehmen dich in Besitz, weil sie deinen Fokus binden. Wow, diese Wellen, wow, diese Wellen. Und dann denkst du, wow, wenn die ins Boot schlagen, wenn das Boot kentert, sind genug Rettungswesten da, ist denn alles da? Dann denkst du vielleicht, wenn du auf dem Meer bist, oh, vielleicht kommt gerade ein Haifisch vorbei und will mich fressen. Und was ist, wenn das Boot nicht standhält, wenn es kentert und du fokussierst dich, du drehst dich immer nur um die Sachen, die passieren können. Und es belegt deine komplette Kapazität. Wenn Jesus über den Sturm nachdenken würde, hätte er keinen Frieden. Wenn du über den Sturm nachdenkst, dann hast du keinen Frieden, weil du dich auf die Dinge fokussierst, die dich bedrohen. Jesus hat eine ganz andere Strategie. Weißt du, die meisten Sorgen und Ängste betreffen morgen und übermorgen. Weil das Boot ist noch nicht gekentert, die Wellen sind noch nicht im Boot und die ganze Sache ist noch nicht aus den Fugen gekippt, sondern das könnte ja sein. Und dann macht man so ein Szenario. Und oftmals gibt es dann so selbsterfüllende Prophezeiungen, dass dann die Dinge, die du erwartest, eintreffen, obwohl sie vielleicht gar nicht eintreffen müssten. Corona-Krise. Du denkst, oh, vielleicht habe ich morgen keine Arbeit mehr. Aber du hast doch heute noch Arbeit. Sei doch dankbar, dass du heute Arbeit hast. Und denk nicht, oh, vielleicht habe ich morgen keine mehr. Vielleicht habe ich morgen nichts mehr zu essen. Hast du schon mal gehungert in letzter Zeit? Hey, natürlich gibt es Veränderungen und Herausforderungen und so weiter. Aber hattest du heute noch zu essen? Weißt du, Jesus schläft im Sturm. Wenn du deine Kraft und deine Energie an die Angst verschwendest, hast du keine Kraft mehr, ruhig zu bleiben. Und manchmal binden uns solche Ängste. Ich habe mein Buch geschrieben. Das hieß tägliche Lösungen, da war täglich so Andachten drin und ich habe einfach das so reingeschrieben, da waren so ein Gedicht mit drin jeden Tag und so weiter und einfach so, wie ich Jesus erlebe. Und ein Mann hat mich angerufen, wir haben dann viele Abonnenten gehabt und die haben dann diese Bücher bestellt, zuerst habe ich die vierteljährlich rausgebracht und so weiter und ein Mann ruft mich an und sagt, sind Sie das, der die Bücher schreibt? Sag ich, ja. Sagt, ich will mich mal beschweren. Ich sag, okay, was ist denn los? Sagte, Sie sprechen so viel von Hoffnung und Freude und ich bin depressiv und ich will das nicht, deswegen werde ich es jetzt nicht mehr lesen. Und hat das Abo abbestellt. Hey,
Du kannst dich entscheiden, wo du dich fokussierst. Dieser Mann wollte einfach seine Ängste und seine schlechten Gedanken behalten. Er wollte nicht diese Hoffnung und diese Freude haben, weil er gedacht hat, oh, das macht, kommt ja in Konflikt. Und Gottes Wesen macht echt den Unterschied. Psalm 127 heißt, es ist umsonst, wird, dass du dich abmühst, denn meinen Freunden gebe ich es im Schlaf. Jesus hat es auch im Schlaf gemacht. Weißt du, solange kein Problem da ist, hörst du die Vögel zwitschern und denkst, alles ist cool. Und du setzt dich in deinen Lieblingsstuhl, ach, es ist ein schöner Tag, die Vögel zwitschern, ich habe gerade frei, ich habe zwar viel gearbeitet die letzten Tage und das war echt anstrengend und es war alles, aber du bist da, du genießt es, du hörst es, die Sonne ist da, oh, du sagst, endlich frei. Ah, ist das schön, du genießt es. Wow. Und dann kommt jemand mit dem Staubsauger und dein Nachbar macht Holz. Und du denkst, wow, wo ist meine Freiheit? Wo ist mein freier Tag? Wow. Und du denkst, hey, nett das auch noch. Und du bist auf einmal mitten im Sturm. Und der Unterschied ist, wenn das Problem da ist, dann siehst du, ob echter Frieden in dir ist. Und dann hast du vielleicht Unsicherheit und Wut in dir und vielleicht auch das Recht und sagst, hey Nachbar, du mit deiner Motorsäge, ich habe jetzt 10 Tage durchgearbeitet, ich habe jetzt Recht auf meine Freiheit und auf meine Ruhe und du kommst jetzt mit deiner Motorsäge, das nervt. Und wenn du so mitten in Dingen bist, weißt du, und plötzlich können sich Umstände ändern. Ich kann dir sagen, als wir unsere Zwillinge bekommen haben, das waren unsere 2 letzten Kinder, wir haben unsere Zwillinge bekommen, ich war voller Freude, dass wir jetzt 6 Kinder haben, dass sie gesund sind, gesund auf die Welt gekommen sind. Meine Frau ging es gut, ich kam voller Freude nach Hause und komm heim. Und das Telefon klingelt und ich habe gedacht, oh, jemand hat es erfahren, der erste Gratulant ist da. Und ich nehme das Telefon ab und das heißt, hier ist die Krankenkasse, ich sage nicht welche, hier ist die Krankenkasse, wir wollten nur sagen, ab heute ist Ihre Frau nicht mehr bei uns versichert. Da gab es ein Missverständnis mit irgendwas, Papieren oder was, Steuerberater, also das hat sich dann später schon geklärt. Aber die haben zu mir gesagt, ab heute ist Ihre Frau nicht mehr versichert. Ich habe gesagt, guter Mann, meine Frau hat vor 2 Stunden 2 Kinder bekommen, liegt im Krankenhaus. Und Sie wollen mir sagen, dass sie gerade nicht krankenversichert ist? Ja, das ist so. Sag ich, ey, haben Sie doch mal ein bisschen Barmherzigkeit, schaut mal, was ihr machen könnt. Nö, das sind unsere Statuten, das ist so. Der war richtig eiskalt. Und du stehst dann dort und denkst, wow, du warst gerade im Hochgefühl und hast es richtig gefeiert und plötzlich kriegst du so einen richtigen Schlag ins Genick und denkst, wow, wie ist es jetzt? Und du denkst, wie soll das jetzt weitergehen? Und dann geht, wenn du nicht aufpasst, die Energie in den Sturm. Weißt du, wenn du nur 50% nützen würdest, um Gott zu suchen. Wie heißt es in der Bibel? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und du kannst Dinge im Sturm anders machen. Wir hatten mal ein Erlebnis bei uns in der Firma. Wir hatten einen Werkstattleiter und er war da mit seinem Sohn und noch Freund vom Sohn und so weiter und haben bei uns gearbeitet. Und ich musste zum Gemeindegründungsseminar nach USA fahren und das war irgendwie ihre Chance. Und sie hatten versucht, die Mitarbeiter aufzuhetzen bzw. eine Parallelfirma aufzubauen zu unserer Firma. Und ich war auf dem Weg zum Flughafen. Ich war in Frankfurt, plötzlich kommt der Anruf. Die haben die Arbeit niedergelegt und die möchten praktisch das Ding selber machen und wollen dann eine Konkurrenz aufbauen. Und ich sage, Jesus, ich kann doch jetzt nicht nach Amerika fliegen. Ich kann doch jetzt nicht weg, weil, ey, jetzt ist Sturm. Ich muss sofort nach Hause. Und da läuft eine Maschinerie an. Du musst alles in Ordnung bringen. Du musst alles auf deine Mitarbeiter und alles. Und Jesus sagt, fahr nach Amerika. Und ich denke, wow, okay. Ich habe gebetet und Jesus hat immer wieder gesagt, weil wenn man mit ihm redet, dann kann man ihn auch hören. Und er hat gesagt, hey, fahr nach Amerika. Und ich denke, wow. Und dann bin ich nach Amerika geflogen, habe das meinen anderen leitenden Mitarbeitern gesagt, habe gesagt, pass auf, es wird gut werden, aber ich fahre jetzt erstmal. Und sie haben mir vertraut, Gott sei Dank. Und dann komme ich zurück nach 10 Tagen. Und die Situation war echt schwierig, weil die Leute waren dann nimmer da und es war echt schwierig zu managen.
Und an dem Tag, wo ich in die Firma musste, lese ich früh die Bibel. Und Gott sagt, bis zum heutigen Abend wird sich alles wenden und du wirst sehen, wie ich eingegriffen habe. Und ich denke, wow. Und mein Herz war so voll Freude erfüllt. So voll Freude erfüllt. Ich konnte mich gar nicht mehr auf den Sturm fokussieren, weil ich mich auf die Lösung fokussiert habe. Das war so eine Gnade. Das war nicht, weil ich da so stark bin, sondern es war einfach eine Gnade Gottes. Und ich bin früh in die Firma. Und ich weiß, ich habe das Strahlen auf dem Gesicht gehabt. Und meine Mitarbeiter haben gesagt, wie kannst du jetzt so strahlen? Ich habe gesagt, Gott hat zu mir gesprochen. Und ihr werdet sehen, bis heute Abend wird sich alles wenden. Am Mittag hat sich jemand vorgestellt, ein ganz toller Mitarbeiter, der immer noch bei uns ist, hat sich jemand vorgestellt und es hat sich alles gedreht und all dieses Chaos hat sich gelegt und es kam Hoffnung zurück in den ganzen Betrieb, weil Gott den Sturm gestillt hat. Hey, das Licht Gottes nimmt der Angst die Kraft und der Dunkelheit die Macht, weil der Oberbefehlshaber, der Chef, macht ja nur Sinn, wenn er was zu sagen hat. Wenn er nichts zu sagen hat, nützt es nichts. Weißt du, wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, und sagt, Moment mal, ich habe aber das Recht, mich zu fürchten. Gott, siehst du nicht, was für ein Chaos da ist? Siehst du nicht, wie schwierig die Situation ist? Gott, du musst doch mir zugestehen, dass ich mir jetzt Sorgen mache. Und er sagt, sorg dich nicht. Sorg dich nicht. Sorg dich nicht. Wir waren auf dem Hilfstransport nach Albanien und es war zu einer Zeit, da gab es noch keine Handys. Und wir fahren los von Hof mit zwei LKWs nach Brindisi, nach Süditalien. Und wir kommen da unten an die Kontaktgemeinde hin zur letzten Pause und dann wollten zum Hafen. Und die sollten eigentlich diese Fähre organisieren. Und dann sagen die, was, habt ihr unser Fax nicht gelesen? Und das Fax kam eine Viertelstunde, nachdem wir weggefahren sind. Und habt ihr das nicht gelesen? Und wir hatten ja keine Möglichkeit, mobil erreicht zu werden. Jetzt waren wir in Süditalien, die haben gesagt, es ist unmöglich, die Hafenarbeiter streiken. Sie haben nur noch ein ganz kleines Kontingent, die haben 90% zusammengestrichen. Ihr könnt nicht nach Albanien fahren, ihr müsst wieder zurück. Und wir haben gebetet, wir haben gesagt, wir probieren es trotzdem, wir fahren zum Fährhafen. Die haben gesagt, das hat keine Chance, keine Chance. Und dann haben wir einen Mann zum Fährbüro geschickt und wir haben dort in der Gemeinde gebetet. Das war so 20 Minuten weg vom Fährhafen. Und wir haben dort in der Gemeinde gebetet. Und wir sagen, Jesus, du hast alle Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, den Sturm zu stillen. Du hast auch diese Möglichkeit. Und der Hammer war, so nach einer halben Stunde ungefähr, spricht Jesus und sagt, Friede, der Sturm ist gestillt. Friede. Die Sache ist erledigt. Ihr könnt aufhören zu beten. Wir haben echt aufgehört zu beten. Wir wussten noch kein Resultat. 10 Minuten später ruft der andere Mitarbeiter von uns an, von dem Hilfstransport, der andere Fahrer, und sagt, Leute, jetzt ist ein Wunder geschehen. Genau vor 10 Minuten haben die angerufen. Es waren 2 LKWs auf dem Weg. Die hätten einen Platz auf der Fähre gehabt. Die haben beide eine Reifenpanne. Und ihr kriegt jetzt die Plätze. Wir kriegen die Plätze. Gott hat ein Wunder getan. Hey, ist das nicht der Hammer? Und ey, frag mich nicht, ob Gott jetzt da die Reifen zerstochen hat oder wie das war. Da lassen wir mal ganz außen vor. Aber hey, Gott hat ein Wunder getan, hat einen Weg frei gemacht, wo normalerweise kein Weg war. Der Chef des Friedens macht ziemlich krasse Ansagen. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen seid. Und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe, ich werde euch diesen Shalom geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen. Das heißt, gehorcht mir und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und ich sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Shalom, bei mir findet ihr den Frieden für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Last für euch, sondern die Last ist leicht. Hey, du musst eigentlich nur vertrauen und dann kannst du erleben, wie Gott eingreift. Du kannst diesen Frieden haben. Und wenn du diesen Frieden annimmst, dann wird es ein Prozess losgehen, der in Ewigkeit bleibt. In jeder Lebenslage wirst du merken. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ist echt krass. Aber es sind doch meine Sorgen. Nee, es sind nicht deine Sorgen, weil du trittst die ab. Da gibt es sowas wie eine Abtretungserklärung. Ich trete meine Sorgen ab. Jesus, ich gebe mein Problem zu dir.
Wenn der Problemnehmer da ist und du gibst ihm die Probleme, ne, dann nützt es ja nichts, dass der Problemnehmer da ist. Wenn du Müll hast, eine ganze Tonne voller Müll hast und die Müllabfuhr kommt und du behältst deinen Müll, dann musst du dich nicht wundern, dass es bei dir schlecht riecht. Und dann kannst du jetzt sagen, oh, mein Müll, die Müllabfuhr ist da. Jesus kann dir diese Sorgen nehmen. Und er kann dir die Sicherheit geben. Er kann dir die Sicherheit geben. Und das finde ich so stark. Und solange du auf ihn fokussiert bist, dann kann er sich, dann regelt er diese Dinge und er kümmert sich um Dinge. Ich sag noch einmal, es heißt nicht, dass du nicht in Schwierigkeiten kommst, aber in Schwierigkeiten ist er bei dir. Das ist viel wichtiger und das ist echt stark. Und so gibt es Vorgaben. Weißt du, das ist genauso wie in unserem Land. Wir haben ein Land mit tollen Gesetzen, wir haben ein Land mit toller Freiheit und auch jetzt in der Corona-Zeit, wir haben eigentlich gute und sinnvolle Ausgangsregeln und nicht so wie in manchen Ländern, wo du dann überhaupt nicht mehr raus darfst oder wo du einmal in der Woche eine halbe Stunde zum Einkaufen darfst und das nur mit Polizeischein und alles Mögliche. Nee, wir haben eigentlich gute Bestimmungen. Aber wenn du die Vorgaben der Gesetze auf Dauer brichst, bekommst du Probleme. Und so ähnlich ist es mit Gott. Wenn du die Dinge befolgst und vertraust, was er sagt, hey, dann kommt Ruhe und Frieden, das hat er verheißen. Aber wenn du sagst, okay, ich mache mein eigenes Ding und ich brauche Gott nur, wenn es mal gut ist, dann wird es schwierig. Du kannst dann die Vorteile auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite ihn ignorieren. Und Gott gibt Vergebung und er sagt, wir sollen vergeben. Du kannst ja sagen, okay, Gott, das ist deine Regel, okay? Das ist deine Regel. Ich mag es einfach nicht, aber du wirst keinen Frieden im Herzen bekommen. Vielleicht hast du keinen Frieden in Finanzen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du kleinlich bist in Finanzen und du wunderst dich, dass irgendwie dauerndes Geld nicht reicht. Oder vielleicht hast du mit einer Person Probleme, die dich vielleicht nicht so gut behandelt hat. Und statt dass du segnest, fängst du an, über die Person zu lästern und hintenrum zu reden. Statt dass du sagst, hey, ich mag's mal so, wie Jesus sagt, segnet, die euch verfluchen. Unvergebenheit führt immer zur Bitterkeit. Du kannst noch so viel beten, Jesus, gib mir Frieden, Jesus, du musst kommen. Wenn du diese Schritte nicht machst, wie er dir sagt, dann wirst du keine Vergebung erleben und der Friede wird nicht einziehen. Jesus war da radikal in seinen Aussagen. Aber das ist so. Nochmal zu Jesus im Sturm. Da heißt es in der Bibelstelle, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus liegt da. Herr, hilf uns, wir gehen unter. Und Jesus antwortet und sagt, hey, warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Habt ihr kein Vertrauen zu mir? Und dann stand er auf, bedrohte den Wind und die Wellen. Und sofort legte sich der Sturm. Und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Weißt du, Gott nimmt dich raus. Mit Gott fährst du unter einer anderen Flagge. Ich will nochmal auf dieses Schabbatgebot eingehen. In der Bibel heißt es ja, hey, du sollst 6 Tage arbeiten, am 7. Tage sollst du ruhen. Einen Tag darfst du so tun, als wäre alles erledigt und das Erledigte schon feiern. Ist das nicht cool? Einen Tag alles mal loslassen und arbeiten, wie wenn alles erledigt wäre. Du bist in deinem Leben, du wirst nie alle To-Dos erledigen. Du hast vielleicht 50 Mails noch in Postfach oder 500 oder 5000. Du hast noch nie alles vorbereitet. Du musst noch das machen und das machen. Und es gibt immer wieder Herausforderungen. Und es gibt immer offene Dinge. Aber wenn du einfach sagst, Gott, ich ehre jetzt dich und ich nehme mir Zeit für dich, das ehrt den Oberbefehlshaber. Wenn du sagst, Jesus, wenn du schläfst, kann ich auch ruhig sein, weil du machst keinen Stress und dann bin ich auch ruhig. Hey, und der Oberbefehlshaber des Friedens, der wird sich um deine Dinge kümmern. Ist das nicht ein wenig sorglos? Sorglos? Es ist abgetreten. Und er kümmert sich um dich. Es heißt, der Herr lässt seine Augen offen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und wenn ich weiß, der Papa ist da, dann nimmt er das weg.
Weißt du, dein Haus wird nie gleichzeitig perfekt sauber an allen Sachen sein. Es wird nie alle Wäsche gewaschen sein und du wirst vielleicht deinen Jahresabschluss noch nicht gemacht haben und sonst was. Ich sage dir, dass du faul sein sollst und Dinge nicht erledigen sollst. Aber wenn du das ehrst, es gibt bei den Bauern zum Beispiel eine Regel von der Bibel her, dass du sagst, hey, du kannst 6 Jahre dein Feld bestellen, aber am 7. lässt du es einfach ruhen. Oh Mann, ist das krass. Am 7. Jahr einfach nichts aus meinem Feld rauszuholen, aber Gott sagt, ich werde das segnen. Und die das machen, die erleben, dass die 6 Jahre mehr Frucht bringen, wie wenn du 7 Jahre durchziehst. Und das Feld kann sich wiederholen. Gott hat echt so Dinge gemacht, das sind so Vertrauenssteine, wo du sagst, okay, vertraue ich ihm jetzt oder nicht? Weißt du, das Schabbatgebot ist nicht für die Zeit gegeben, wo es nichts mehr zu tun gibt, sondern für die Zeit, wo du bewusst verzichtest und ihm Ehre gibst. Einfach zu sagen, Gott, ich vertraue dir jetzt mehr als dem Sturm um mich herum. So zeigst du den Umständen, wer der Herr ist und wer der Fürst ist. Aber wenn du sagst, ey, Herr, gib mir Frieden, segne meine Umstände, aber was du mir vorschlägst, ist schwierig, das werde ich nicht machen, dann ist es halt schwierig, weil das ist eine Vertrauensgeschichte zwischen dir und Gott. Da geht es weniger ums Gesetz, aber es geht ums Vertrauen. Ich sage, Gott, ich vertraue dir, dass du das magst. Jesus, wenn du hier im Boot ruhst, dann kann ich ruhig sein. Und du bist im Boot meines Lebens. Wenn Jesus im Boot deines Lebens ist, hey, der kann jeden Sturm stillen. Und er sagt, ihr Kleingläubigen, was ist denn los? Und er macht einmal so und die Sache ist erledigt. Und du kannst das ignorieren und du kannst dich beschweren, warum Dinge nicht klappen, aber du musst es nicht. Du musst es nicht. Du kannst dich an ihn halten. Jesus sagt, hey, lüg doch nicht. Wer lügt, braucht ein gutes Gedächtnis, weil er sich immer wieder merken muss, was er ihm gesagt hat. Jesus sagt einfach, sag die Wahrheit. Aber Herr, wenn ich die Wahrheit sage, dann hat es ja vielleicht Nachteile. Du, Gott stellt sich zu dir, wenn du ihm vertraust. Und dann kommt dieser Friede. Weißt du, dieser Friedefürst, der wird machen, dass alles gut wird. Schau mal, hier steht es. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Lasst uns alles daran setzen. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Vers 3 steht, ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie haben Gott nicht vertraut. Weißt du, wenn du die Dinge hörst und Gott nicht vertraust, dann würde das nichts nützen, dass du jetzt überhaupt zugehört hast. Aber doch wir, die wir ihm vertrauen, werden in sein Reich des Friedens kommen. Hey, was ist das für eine Perspektive? Du kommst in das Reich des Friedens. Und dieses Wort Gottes ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Das heißt, es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht darum, was ist in dir? Vertraust du Gott wirklich oder nicht? Und wir wollen jetzt ein Video anschauen von jemand, der von der anderen Seite kommt, der Gott nicht vertraut hat, der Gott ignoriert hat und der auf Gottes Zusagen nicht gehört hat und der einfach dann gesagt hat, Gott, und ab jetzt vertraue ich dir und du siehst, wie sich dieses Leben geändert hat. Wir schauen uns den Video an. Hallo, mein Name ist Hannes und ich möchte euch meine Geschichte erzählen, wie ich zum Glauben gefunden habe, wie ich Jesus gefunden habe. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen mit 4 Geschwistern und ich habe damals schon, war ich so in Gemeinde integriert, aber eher als Kind in so Jugendkreisen. Dann habe ich ja einen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe mit meinen Freunden damals, wir haben angefangen Alkohol zu trinken. Wir haben uns regelmäßig getroffen, Gemeinschaft zu haben, ein bisschen abzuhängen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt irgendwann auch in eine Richtung gegangen, die irgendwann nicht mehr gut war, mit viel Alkohol. Es waren Momente dabei, da habe ich auch gegen meinen Vater sogar die Hand gehoben. Einfach Aggressionen waren da, Frauen, Freundinnen und so weiter, wo ich einfach gesucht habe, wo ich glücklich bin. Aber letztlich immer war es trotzdem so eine Leere, die ich einfach hatte. Dann 2010 ist mein Bruder gestorben, beim Motorradunfall. Das hat nochmal so richtig tief reingedrückt in das Ganze. Hat natürlich die Situation nicht besser gemacht.
wo ich dann auch tatsächlich drüber nachgedacht habe, ja, wer braucht mich eigentlich noch? Wer will mich noch haben? So. Ich habe durch die Scheiße, die ich gebaut habe, einfach gedacht, ich mache so viel Mist und eigentlich hätte ich es verdient zu sterben. So habe ich damals wirklich gedacht. Warum ist mein Bruder gestorben? Warum nicht ich? Das waren einfach so Gedanken, die mich beschäftigt haben. Ich habe natürlich dann angefangen, noch mehr Alkohol zu konsumieren, versucht, da irgendwie meinen Schmerz zu ertränken. Aber hat natürlich nichts gebracht. Und dann war ich das erste Mal in dieser Gemeinde. War zu spät. Ich dachte mir, oh, wie werden die mich angucken? Ich stink nach Rauch. Ich schaue wahrscheinlich eher fertig aus, nicht so gut. Und bin aber rein. Und als ich durch diese Tür gegangen bin, das war Liebe. Ich habe einfach nur Liebe gespürt und ich habe mich zu Hause gefühlt. Und ab dem Moment wusste ich irgendwie, yes, das ist das, was ich immer gesucht habe. Ich weiß leider das Datum nicht mehr ganz genau. Da hatte ich dann schon ein paar Gottesdienstbesuche hinter mir, gute Gespräche, Erlebnisse, wirklich Begegnungen mit Gott. Und dann habe ich so gewusst, ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, ob ich mich für Jesus entscheide oder für mein anderes altes Leben. Ich muss mich entscheiden. Und ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe alles rausgelassen. Ich habe gesagt, okay, Jesus, hier, nimm mein ganzes Leben, nimm meine Schuld, alles, was mich belastet. Und dann war da wirklich einfach ein Frieden da und Freiheit. Es war nicht gleich alles perfekt. Es hat sich so angefühlt. Ich habe im Laufe der Zeit dann auch festgestellt, dass noch viele Dinge sind, wo man einfach dran arbeiten muss, wo man an sich arbeiten muss. Aber generell war wirklich einfach eine Freiheit da, die ich gespürt habe. Und wie wenn so ein Stein vom Herzen wegfällt. Und ich bin dann eben in die Band so ein bisschen mit reingerutscht. Und es war einfach richtig cool, Gott zu loben, Jesus zu ehren mit den Liedern. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich bin jetzt seit fast 4 Jahren glücklich verheiratet mit meiner wundervollen Frau Johanna. Und die habe ich damals in der Gemeinde auch kennengelernt. Und im August 2015 haben wir dann geheiratet. Ich war gefangen in Alkohol, in Süchten und Jesus hat mich befreit. Mein Leben war eine absolute Katastrophe. Einfach eine Baustelle, eine Schutzstelle bis zu dem Tag, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Und ich bin so dankbar, voll Freude darüber, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Und ich freue mich auf das, was er noch tun wird. Gott liebt dich so sehr und er möchte auch dein Leben neu machen. Hey, ist das nicht eine Hammergeschichte? Das ist eine Lebensgeschichte. Ich kann mich an den Tag erinnern, als Hannes hier reinkam. Ich kann mich an den Tag erinnern, als er dann mit zu uns nach Hause ging. Ich kann mich an den Tag erinnern, wo er sein Leben Jesus gegeben hat. Und ich kann mich erinnern, wie Dinge einfach sich geändert haben. Ich kann mich erinnern, wie er plötzlich von seiner Zigarettensucht frei geworden ist in einer Sekunde. Und wie sich dieses Leben entwickelt hat. Hey, das ist einfach der Hammer. Und ich bin so dankbar für so viele Menschen, die wir hier in unserer Church erleben dürfen, die ähnliche Geschichten haben, wo Gott einfach neue Geschichte geschrieben hat mit ihnen. Weil Gott liebt dich, egal was du magst. Aber wenn die Liebe dein Leben nicht trifft, dann nützt dir die Liebe Gottes nichts, weil das geht dran vorbei. Die Liebe hat ein Prinzip der Freiwilligkeit und sie hängt von deiner Entscheidung ab. Weißt du, jemand kann dich lieben, aber wenn du es nicht reflektierst, dann geht es an dir vorbei. Und er hat sich entschieden, hey, ich will diesen Gott vertrauen, mehr vertrauen als mir selber. Und das ist zum Segen geworden. Und der Frieden ist eingezogen. Und der Hannes als Beispiel hat ein neues Leben bekommen. Und in diesem neuen Leben läuft er jetzt. Wie klasse. Weißt du, Gott liebt dich, auch wenn du die Prinzipien nicht anwendest. Aber die Kosten des Misstrauens gegenüber ihm trägst du selbst. Und ich wünschte, dass du die nimmer länger trägst, wenn das noch so ist bei dir. Weil dann wird dein Herz unruhig, dann kennst du diesen Frieden nicht. Und der Friede Gottes, sagt der Kolosserbrief, ist ein Schiedsrichter im Herzen. Der Schiedsrichter im Herzen, der unterscheidet. Und wir blenden oft den Schiedsrichter aus in den Entscheidungen, in den Beziehungen, in den Arbeitsstellen und so weiter. Und du entscheidest die Dinge einfach aus dir selber raus.
und du hörst nicht auf das, was Gott sagt. Ich habe einmal nicht auf Gott gehört bei einer Firmengründung, weil ich gedacht habe, das Ding ist so safe, dass ich Gott da nicht brauche, weil es eine 100% sichere Sache ist. Und ich sage dir eins, in diesem Fall, ich habe mehrere Firmen gegründet, aber in diesem Fall ist das Ding fast gegen Baum gelaufen. Es hat mich 3 Jahre Zeit gekostet, es hat mich Kraft und Energie und Geld ohne Ende gekostet und es wäre fast in den Konkurs gegangen. Gott hat da noch Gnade geschenkt, weil ich habe dann gemerkt, ey, wie doof war ich, Gott nicht zu fragen, den Friedensfürst, was ist los? Und auf der anderen Seite habe ich parallel eine andere Firma gegründet, wo Gott gesagt hat, mach das. Und das Ding ist, obwohl die Prognosen total schlecht waren, bei der einen waren es total gut, aber da war der Segen Gottes drauf. Die eine Firma, die ist innerhalb von 3 Jahren richtig runtergebrannt. Und die andere Firma, da ist der Markt um 30% gefallen in den 3 Jahren. Aber da hat Gott gesagt, ich soll das machen. Und unsere Firma hat sich verzehnfacht in den 3 Jahren. Das heißt, wir waren dann bei 1000% von dem, was wir zuerst haben. Also von 100 auf 1000, das Zehnfache. Und weil Gott seine Hand da drin hat. Und da habe ich gemerkt, in jedem Sturm, wenn er dabei ist, dann ist auch sein Frieden da. Und das andere, wenn ich meine, ich muss es aus eigener Kraft machen und ihn ignorieren, dann kann ich lange hinterherrennen und ich werde hecheln wie dieser Larry und ich werde nicht zu dem Frieden kommen. Und das ist der Friedefürst. Wenn du ihn hören willst, wirst du ihn hören. Das ist so stark. Lebst du in Kompromissen? Hast du angefangen, da irgendwie einen Kompromiss zu machen? Oder kennst du das noch gar nicht, wie Gott überhaupt tickt? Dann beschäftige dich mit ihm, weil er tickt so great, so wunderbar. Er hat so eine Liebe für dich und er kommt nicht vom Gesetz her. Er sucht nicht nach dir wie so ein Sheriff, wer befolgt mein Gesetz und wer nicht, den schieße ich ab. Quatsch! Er ist der, der alles vorbereitet hat. So, hey, wenn du mir vertraust, ich weiß, wie das Leben geht, weil ich bin der Meister des Lebens, dann wirst du erfahren, wie Friede bei dir einzieht. Und zwar ganz tief, wachsend, dauerhaft und mit Zukunftsperspektive. Und das wünsche ich dir. Und ich möchte dir einfach ans Herz legen, wir werden jetzt noch ein Video schauen. Und da heißt, vom Segen im Chaos. Nimm dir doch die nächsten Minuten Zeit, und mach dir mal Gedanken, wo Gott ganz persönlich zu dir redet. Und wenn du dann was feststellst, dann kannst du immer noch zu Gott zurück. Nichts ist eine Katastrophe, die in der Vergangenheit passiert ist, wenn du in der Gegenwart anfängst, die Zukunft zu ändern. Ich wünsche dir viel Segen bei dem Video und wir sehen uns danach nochmal. Segen im Chaos. Dies ist an alles gerichtet, was chaotisch in uns ist. Es soll Ruhe einkehren. Das, was in uns tobt, soll sich beruhigen. Ein Leisewerden aller Stimmen, die Anspruch auf uns erhoben haben. Die sich bei uns eingenistet haben. Und uns nicht in Ruhe lassen. Die uns unser Leben nicht in Ganzheit erleben lassen oder uns die Gnade spüren lassen, die uns erneuert hat. Das, was uns ablenkt, verschwinde. Das, was uns voneinander trennt, verschwinde. Ein Ende für die Dinge soll geschehen, welche kleinreden und herabsetzen. Und all das soll vergehen,
was uns in seinem Käfig behalten will. Es soll ein Zugang entstehen in die Stille. Welche unter dem Chaos verschüttet liegt. Da, wo wir Frieden finden, den wir nicht für möglich gehalten hätten. Auf dass wir die Dinge sehen, welche mitten im Sturm glänzen. Wow, ich wünsche dir diesen Segen im Chaos. Jesus ist wirklich der Sturmstille. Jesus ist dabei im Sturm. Mit Jesus wirst du nie untergehen. Die Wellen werden dein Boot nicht kentern und dein Leben wird gut ausgehen. Nicht nur hier auf der Erde, sondern in die Ewigkeit, Perspektive Himmel. Du weißt dann, wo du hinkommst und du gehst einfach über in das Nächste. Und das finde ich so, so stark. Und ich möchte noch mit dir beten und vielleicht betest du einfach mit. Schließ mal die Augen und ja, lass uns miteinander beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Friedefürst bist. Du bist der Machthaber, der Befehlshaber des Friedens. Und ich danke dir, dass du so bist, wie du bist, weil deine Motivation ist Liebe und du möchtest uns durch Liebe mit den Dingen, die du uns gegeben hast, mit deinen Anweisungen, mit deinen Ordnungen, mit deinen Prinzipien in diese Liebe hineinbringen, weil du weißt, dass es gut für uns ist und du weißt, was uns schaden würde. Ich danke dir, dass du uns so mit deiner Liebe hinterhergehst und klopfst an unsere Tür und sagst, komm, lass mich doch einziehen. Und Jesus, du wirbst um unsere Seele. Und wenn du jetzt da am Bildschirm sitzt und du sagst, oh, das hat mich echt getroffen, ich will Frieden mit diesem Gott machen, ich will, dass dieser Friede kommt, dann sag doch einfach, Herr Jesus, ich höre auf, mir selbst zu vertrauen. Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich möchte auf dich hören lernen und ich will dann auch auf dich hören. Und ich will dir meine Sorgen abtreten, egal wie stark der Sturm ist. Und ich danke dir schon jetzt, dass ich sehen werde, wie du eingreifst. Ich will ein Leben als dein Kind im Vertrauen führen. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann beginnt etwas Neues. Aber es ist so wie bei einer neuen Geburt von einem Baby. Weißt du, du brauchst Unterstützung, du brauchst Begleitung. Wenn du sagst, hey, ich habe das nicht, wir machen das gerne, wir begleiten dich gerne, wir helfen dir gerne. Denk an den Hannes vorhin. Als er seine Entscheidung für Jesus getroffen hat, hat er auch eine Church, eine Begleitung gebraucht, um im Glauben zu wachsen. Und da, wo er jetzt steht, ist Segen eingekehrt. So viel Segen eingekehrt. Ich wünsche dir, dass der Segen Gottes bei dir einkehrt. Du kannst uns erreichen über unsere Website www.go-church.de, über unsere App Go-Church oder wie auch immer. Schreib uns an, ruf uns an, du findest uns. Wir sind für dich gerne da, weil, hey, es gibt nichts Besseres als dieses Leben mit diesem Friedefürsten in deinem Boot. Und dann kann es wackeln, wie es will, aber das geht gut aus und das wünsche ich dir. Sei gesegnet. Das war's von unserer Seite. Wir wünschen dir jetzt noch einen wunderbaren und gesegneten Tag. Mach's gut und bis bald. Als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos und ohne Licht, da kamst du geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Durch die Jungfrau uns geboren wurde die Verheißung wahr. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Frei sein.
Reich aller Könige. Um Verlorene zu versöhnen und dein Reich zu offenbaren, um die Schöpfung zu erlösen, lehntest du das Kreuz nicht ab. Trotz deiner schweren Leiden sahst du, was danach geschah. Wusstest, das war unsere Rettung, als du unsretwegen starbst. Preist den Vater, preist den Sohn, preist den Geist, eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preist den König aller Könige. Als du morgens auferstandest, hielt die Welt den Atem an. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräben, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist entflammt. Ja, die Wahrheit König aller Könige.